Grenzen. Ja, herzlich willkommen heute zu unserem Science Slam mit den Exzellenzclustern. Fast allen Exzellenzclustern. Ich wollte einmal von Seiten der Wort anders das Hallo sagen und einmal ein bisschen was zu unserem Raum hier erklären. Die bestimmten Leute auch zum ersten Mal hier fragen sich, was das hier alles eigentlich ist. Wir haben viele tolle Veranstaltungen wie diese. Das hier würde ich aber auch schon als eines der Highlights auf jeden Fall in unserem Programm nennen. Und genau, wir sind ein Ort, der hier seit Dezember erst temporär bis Februar sein sollte und jetzt eine Verlängerung bis Juni bekommen haben. Die Berlin University Alliance, die finanziert uns das Ganze. Und genau, die Geschichte geht so, dass hier ein insolventer Einzelhändler an einem Tag raus ist und einfach nicht wiedergekommen ist. Und diese Gelegenheit ergriffen wurde, maßgeblich unter Leitung von Thorsten, der steht da vorne am Erwähnten. Dann wurden wir als erstes eine Gruppe Studenten drauf losgelassen, die dann aus dem Regalsystem und auch dem Inventar und allem, was hier zurückgelassen wurde, und diese schönen Module, neben denen noch ein paar mehr, das können wir später auch gerne angucken, gebaut haben, damit wir die jeden Tag und für möglichst viele verschiedene Arten von Veranstaltungen nutzen können. Und genau, also alles recycelt, upcycelt, glaube ich sogar. Ja. Und wir versuchen hier ein Programm zu machen, das mit Wissenschaft, aber auch mal mit Kunst, mal mit Bewegung, mit einem breiten Themenfeld von der Stadt bis zum Menschen. Und wir machen eigentlich gar keine Grenzen, sondern versuchen, jedem Projekt, das ein interessantes Projekt hat, diesen neutralen Raum zu bieten. Neutral wollen wir auch heute sein zwischen den konkurrierenden Exzellenzclustern. Das überlege ich gerade. Ich glaube, ich will auch gar nicht so lange zu reden, bevor ich mich hier aufhöre. Und einmal an einen tatsächlichen echten Moderator übergeben, sowas haben wir ja auch nicht an der Tage. Danke Leo und herzlich willkommen zum Science Slam der Exzellenzcluster in der Mall Anders. Ich bin Jochen Müller und ich habe die Freude, euer Moderator heute zu sein. Wer hat in meinem Satz alle Worte verstanden? Okay, ich versuche es trotzdem mal. Den Mall Anders hat der Leo gerade schon erklärt. Leo ist ein gutes Beispiel für das Engagement hier, denn Leo kriegt kein Geld dafür. Leo ist Student, der, und ich zitiere, fast schon hier wohnt und seine Freizeit neben dem Studium investiert, um sowas Gutes hier auf die Beine zu stellen. Bitte mal einen Applaus für Leo. Okay. Leo, Entschuldigung, Leo. Ja, auch Leo. Leo haben wir auch. Leo steht da, da ist Leo. Hey. Okay, Science Lab Exzellenzcluster, Mall Anders kennen wir jetzt. Was ist Exzellenzcluster? Ich habe mir das mal angeguckt, habe mich ja vorbereitet auf den heutigen Abend und habe auf der Seite der Deutschen Forschungsgemeinschaft nach einer Definition für Exzellenzcluster geguckt. Die war ungefähr 25 Seiten lang und ich habe kein Wort verstanden. Ich fasse das aber trotzdem mal in eigene Worte zusammen. Es geht um Top-Forschung auf Spitzenniveau, die nicht nur in einem Labor angesiedelt ist, sondern in mehreren Laboren in einer Region und die so ein bisschen ähnliche Sachen machen. Und das wird gebündelt, das wird unterstützt, das wird gefördert, das wird vernetzt. So, soweit so gut. Top-Forschung, ach nee, da kriegt man erstmal Schnappatmung und denkt sich, das ist alles ganz fürchterlich abgehoben. Und so Namen trägt es auch. Heute hören wir so Sachen wie Neurocure, Unifying Systems in Catalysis, Science of Intelligence and Contestations of the Literal Scripts. Im Prinzip ist das selbst erklärt. Oder? Ja gut, dann brauche ich jetzt die zweite Seite, Leute können anfangen. Nee, es geht um, da komme ich gleich zu. Das vermische ich jetzt nicht. Es ist allerdings alles, wenn man sich das mal genau anhört, gar nicht so kompliziert. Denn die Forscherinnen und Forscher, man möchte es nicht sich glauben, die stellen sich letztendlich die gleichen Fragen, die wir uns auch so stellen. In Berlin ganz häufig. Ernährung. Ja? Werde ich die Superpower, wenn ich Chiasamen futter, so zum Beispiel? Ja? Oder hier und überall und jetzt und überhaupt. Wieso ist die Freiheit und unser freiheitliches System eigentlich so uncool geworden und in Bedrängnis geraten? Auch eine Frage, die sich nicht nur wir, sondern auch die Wissenschaftlerinnen stellen. Auch eine Frage, waren wir schon immer so blöd oder sind wir das erst geworden?
Und nicht zuletzt, was ist eigentlich Katalyse? Also, das sind so Fragen, die sich jeder in seinem Alltag stellt. Ne? Genau. Das stellen die Leute sich hier auch. Und die Frage, die ich mir dann manchmal stelle, wenn das alles so wichtig ist, dass das mit so viel Geld auf internationalem Spitzniveau gefördert ist, warum erklärt uns das eigentlich keiner verständlich? Hier kommen wir zum Science-Lernen, denn genau darum geht es beim Science-Lernen. Wissenschaft ist also nicht immer unverständlich, mühsam und langwierig. Der Science-Lernen ist das Gegenteil, er ist verständlich, kurz und unterhaltsam. Das ist ein Science-Lernen. Kurz bedeutet heute 15 Minuten. Das ist ganz wichtig, dass die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen eine Zeitbeschränkung auferlegt bekommen. Erstens haben sie vielleicht noch andere Pläne und zweitens hören die sonst nicht auf zu reden, wenn man sie nach ihrem Forschungsthema fragt. Also haben wir uns heute etwas überlegt, nämlich diese 15-Minuten-Grenze. Und hier kommen Sie ins Spiel, denn es ist ja auch interaktiv, das Ganze heute. Wer hier im Zuschauersaal ist im Besitz eines Zeitmessgerätes, alle, Handy kann sowas, und beherrscht sich sicher im Zahlenraum von 1 bis 15. Du, wunderbar, du bist hier mit freiwillig auserkoren, ich weiß nicht, ob mein Kabel so lange ist. Wie heißt du denn? Sophie, das kann ich richtig gut machen, wir machen das immer mit Folge. Wie heißt du? Sophie. Fetten Applaus für Sophie. Sophie, wir machen das folgendermaßen. Die Leute hier oben, die brauchen kurz vor Ende eine Warnung. Du stoppst also bitte immer, wenn ich nachher die Bühne verlasse, dann fängst du an, die Zeit zu stoppen. Und nach 13 Minuten, ja, gibst du ein leichtes, dezentes Zeitwarnungssignal. Ja? Dann wissen die werden da nicht drauf reagieren, dann wissen die, oh, ich muss langsam zum Ende kommen. Nach 15 Minuten ist die Zeit rum und da kannst du ein bisschen energischer werden. Ja? Möchtest du das mal üben? 30 Minuten? 15 Minuten? Alles klar. Sophie, du kriegst das hin. Wunderbar. Nochmal einen dicken Applaus für Sophie. Und wenn die 15 Minuten um sind, die reden immer noch, komme ich auf die Bühne und werde einfach körperlich. Ja? Dann hören die von ganz alleine auf. So, das ist nicht das andere, ihr andere wollt ja auch involviert werden. Und hier kommen wir zu den Emotionen. Nicht weglaufen, tut nicht weh. Ihr müsst hinterher den Sieger oder den Sieger, die Siegerin oder den Sieger küren. Das machen wir mit Applaus, dazu komme ich gleich. Aber um das mal vorzubereiten, euch ein bisschen aufzuwecken, wollen wir das schon mal üben. So, ihr alle nach links, ja, ihr drückt mir jetzt aus, dass ihr das, was hier passiert ist, okay fandet. Und das machen wir bei drei mit einem Du. Eins, zwei, drei. Nee, ich soll das noch gut sagen. Du besser gespielt hast. Ja, kein Problem. Wir kriegen das hin, ist nicht so schwer. Eins, zwei, drei. Gut, wunderbar. Ihr habt es gegriffen. Wir probieren es nochmal. Sehr gut. Sehr gut. Wir kriegen es hin. Wunderbar. Die Mitte, so von hier bis hier, ihr steigert schon die Emotionen so ein bisschen. Mit einem ziemlich eindeutigen faszinierend. Eins, zwei, drei. Faszinierend. Das ist Talent. Guck. Haltet euch an die. Und ihr habt jetzt hier die letzte Eskalationsstufe. Bei drei gebt ihr mir ein Heureka. Eins, zwei, drei. Heureka. Siehste. Also, probieren das nochmal. Heureka. Das will ich heute sehen. Das sind Emotionen. Geht mir ans Herz. Dankeschön. Hervorragend. Da das aber noch nicht eindeutig genug ist und wir ja hinterher hier den Sieger und Siegerin küren müssen, kommen wir jetzt zum Applaus. Das gut, faszinierend, Heureka, könnt ihr zwischendurch auch mal einstreuen. Der Applaus kommt erst zum Schluss. Also, so ein 10-Stufe-System haben wir uns da überlegt. Ein Applaus der Stufe 1 wäre ungefähr so, als wenn ihr einschlaft, kurz nachdem hier jemand auf die Bühne geht, aufwacht, wenn da jemand wieder die Bühne verlässt und zwischendurch gedacht habt, ja, das war... Wie hört sich so ein Stufe 1-Applaus hier heute an? Ja, das ist so traurig, das werden wir auch nicht hören, weil die haben sich echt verdammt Mühe gegeben und wir werden mindestens mit einem Applaus der Stufe 5 anfangen heute. Das wäre so ungefähr, als wenn ihr gedacht habt, ja, das war ein Vortrag, ich habe auch was verstanden, ich glaube, es hat auch mit dem Thema zu tun und das war
nicht nur Erkenntnis, es wäre Erleuchtung, es wäre Begeisterung, es wäre Glückshormon, Flutung des gesamten Körpersystems, es wäre Heureka, wie hört sich so ein 10-Punkte-Applaus heute an. Genau, und das werden wir quasi die ganze Zeit hören, dann damit begeistern euch die Slammer und Slammerin des heutigen Tages, als da wären Dr. Rachel Lippert. Bitte stehen euch auf, Rachel, zeigt mich vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung. Sie vertreten uns den Exzellenzcluster Nourishure. Dann haben wir Viktor Nikolaus von der Uni Potsdam und der TU Berlin. Er vertritt den Exzellenzcluster Uni Syskat. Und last but not least, Dr. Janika Spannagel von der FU Berlin. Sie vertritt den Exzellenzcluster Scripts. Eigentlich wäre auch noch Benjamin Lang heute hier gewesen. Benjamin Lang hätte den Exzellenzcluster Science of Intelligence vertreten. Der Mann hat sich entweder ein Virus eingefangen oder war so aufgeregt, dass er mich heute mit leicht belegter Stimme anrief und dachte, er hat die ganze Nacht auf der Schüssel verbracht. Also ein bitte mal so Solidaritätsapplaus für Benjamin Lang heute. Er geht mir gerne da gewesen. Gut, fangen wir mit Ernährung an. Und da es ja hier um Exzellenz geht, natürlich auch um das Gehirn. Ja? Der Exzellenzcluster Nourishure, der ist an der Charité angesiedelt und da geht, wie der Name schon sagt, ums Gehirn. Der hat sich zum Ziel gesetzt, das Nervensystem zu erforschen und irgendwie neue Therapie zu entwickeln. Was das mit der Ernährung zu tun hat, das erklärt uns gleich Rachel. Rachel leitet am Deutschen Institut für Ernährungsforschung, wie gesagt, Potsdam-Brücke, die Nachwuchsgruppe Neuronale Schaltkreise. Sie und ihr Team untersuchen grundlegende Prozesse zur Verarbeitung von Nahrungsreizen im Gehirn. Sie hat Chemie und Englisch studiert, perfekt vorbereitet für so eine Nahrungsgruppenleiterin in einem neurowissenschaftlichen Institut, hat dann an der Vanderbilt-Universität in Nashville, Tennessee sich dem Thema mehr angenähert, dort hat sie in Physiologie und Biophysik promoviert, kam dann nach Deutschland, nach Köln, ans Max-Planck-Institut, hat den ersten Postdoc gemacht und ist jetzt seit kurzem in Berlin mit ihrer aktuellen Stelle. Sie tritt das erste Mal seit Jahren in einer Präsenzveranstaltung auf. Sie hat das allererste Mal mit sie an einem Slam teil und sie redet das allererste Mal auf Deutsch. Und genau so einen fetten Motivationsapplaus möchte ich jetzt von euch hören. Hast du die Uhr bereit? Rachel, bist du bereit? Dann läuft deine Zeit jetzt. Nein, es ist jetzt zu spät. Du bist ja jetzt kurz. Du wirst das schaffen. Nochmal einen dicken Applaus für Rachel. So, in fast jedem Gespräch, das ich habe, kommt das Thema Essen vor. Und das ist vielleicht bei ihr alle auch. So, es ist jetzt Mittag, gehen wir in die Kantine. Oder was habt ihr mitgebracht zu essen? Es riecht so lecker. Oder es ist vielleicht Zeit, einen Snack zu haben. Oder was kaufen wir im Supermarkt heute? Gehen wir einfach ins Restaurant? Ja, so es gibt viele Dinge und Essen, das wir jeden Tag erleben. Aber bevor ich direkt in den Vortrag gehe, vielleicht. Ich muss ein paar Disclaimers geben. So, wie schon gesagt, oder nicht gesagt eigentlich, aber ich bin Amerikanerin. Ich bin ausgebildete Neurowissenschaftlerin, obwohl ich keinen Neurowissenschaftskurs gemacht habe. Ich bin auch gerade diese Woche frisch eine Tante geworden. Was ich nicht bin. Ich bin keine Muttersprachlerin. Deswegen, falls ihr Fehler hört, wahrscheinlich schon ein paar, werft bitte keine Tomaten an mir. Ich bin auch keine Schauspielerin. Ich bin ja eine Forscherin. Die Bühne hier ist nicht meine Heimat. So, bitte haben ein bisschen Verständnis davor. Aber jetzt zu die wichtige Frage heute. Warum bin ich jetzt hungrig?
gegessen. Ich habe nichts gegessen. Das könnte sein. Eine andere Idee? Ich habe was von dir gehört. Ich bin eigentlich, mir ist langweilig. Das könnte auch sein. Es könnte auch sein, dass mein Batterie ist leer. Ich habe nichts gegessen. Mein Blutzucker ist so niedrig. Was eigentlich nicht der Fall ist, weil gerade kurz vor der Anfang dieses Science-Lern habe ich was zu Hause gegessen. Es könnte auch sein, es geht um eine bestimmte Zeit. Er weiß ja, es ist jetzt was, kurz nach 15 Uhr. Es ist ja eine Kaffeepause vielleicht vor uns. Und wir haben immer dabei einen Kuchen. Und obwohl ich schon gegessen habe, nehme ich immer daran teil. Oder ab und zu ist es so, wenn ich fühle mich unter Druck, habe ich Lust auf Naschen. Und da ich jetzt unter Druck fühle, es könnte auch so sein. Vielleicht auf dem Weg hier, ich war kurz beim Supermarkt und ich habe eine Dose Nutella gekauft. Oder vielleicht ein paar Haribo. Und ich kann nicht warten, bis ich zu Hause bin, um das zu essen. Und ich muss das sofort selbst essen hier. Und wie ich schon gesagt, mein Lieblingsgrund im Kühlschrank zu gehen, mir ist einfach langweilig. Und ich weiß, dass ab und zu übrigens Essen ein gutes Gefühl bei mir. Und jetzt, dass wir ein paar Ideen oder ein paar Grundsteine gesagt haben, ich frage euch, wie weiß unser Körper, dass wir Hunger haben? Wie ist das gesteuert im Körper? Es ist ja kein Black Box. Alle, was wir sehen hier auf dem Bildschirm, ist entweder beeinflusst von oder hat Einfluss auf mein Lieblingsorgan, das Gehirn. Was steht hier, ist ein menschliches Gehirn. Aber es gibt einen besonderen Teil des Gehirns, ganz, ganz tief in der Mitte und ganz, ganz, ganz klein. Es heißt den Hypothalamus. Und es ist hier auf der linken Seite im Rot ausgezeichnet. So, ich wollte, dass ihr alle mit mir das Wort aussprechen. So, ich würde sagen, sprech mir nach. Zuerst Hypo. Hypo. Gut. Noch einer, ein bisschen mehr Kraft. Hypo. Hypo. Okay. Thalamus. Thalamus. Gut. Und die beiden zusammen, Hypothalamus. Hypothalamus. Lauter, Hypothalamus. 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 Ja! Aber der Hypothalamus ist ja nicht nur im Menschen, es ist, sondern auch im Hunde, im Vögel, aber auch hier im Fischen, auch im Faultier, aber vielleicht ein bisschen langsamer. Und bei uns, was ganz wichtig ist, ist das auch im Mäusen. Da das Gehirn von Menschen und im besonders diesen Teil, den Hypothalamus, ganz ähnlich ist zu Mäusen, was hier ist ein Gehirn von einer Maus, können wir die genauen molekularen Funktionen von verschiedenen Hirnzellen in diese Tiermodelle daran forschen. Und ich würde hier zu einer kleinen Geschichte gehen, ein Beispiel davon. Was ihr seht auf dem Bildschirm, ist ein übergewichtiger Maus. Es war plötzlich in 1949 entdeckt in den Jackson Laboren. Und niemand weiß, was so dick war. Warum es so dick war. Die haben es einfach genannt Obis oder kurz Obi. Und es dauert viele Jahre, viele, viele Jahre, fast 50 Jahre, bevor wir das Antwort, warum das Maus so obese war, beantworten konnten. Und das war durch einen Forscher, er heißt Jeffrey Friedman, und er hat das Gen, es war nur wegen einem Gen,
Und hier ist ein Wachs-Grafik gezeigt. Und es gibt, es ist ja rot, aber es sieht nicht so rot aus. Ein Patient, er hat keine Leptin, er konnte das selbst nicht produzieren. Und von Anfang an war er übergewichtet. Und wegen dieser Forschung, diese Ergebnis davon, dass das Leptin war, können wir solche Patienten behandeln. So was hier gezeigt ist, noch ein Programm, er hat keine Leptin. Und wenn wir geben Leptin zurück, geht er Körpergewicht runter. Und es war wirklich so, dass dieser Forscher, Jeff Friedman, hat gedacht, ich habe ein Mittel gegen Fettleibigkeit entdeckt. Wuhu, das ist total super. Das ist super für das Gesellschaft. Wir können die Menschen behandeln. Wir können Obesität wegwerfen. Aber leider war das nicht so. So, es war total gut und hilfreich für die Menschen, die hatten keine Leptin. Aber das war nicht ein Wonder Drug für alle, die Übergewichtigkeit in der ganzen Welt. So, hier gehen wir tiefer ins Hypothalamus, was ist diesen Bereich hier, was steht unten im Blau. Aber eben kleiner ins Gehirn, dieser Arcuate Nucleus. Und was ich finde so faszinierend, ist, dass den gesamten Hypothalamus im Menschen wiegt nur 4 Gramm. Unser ganzes Gehirn wiegt 1400 Gramm. So, es ist nur 0,2% das Gehirngewicht, hat fast 100% Einfluss auf unser Essverhalten. Und in diesem ganz, ganz kleinen Teil, die Arcuate Nucleus, steht 2 Sorgenförderungen. Wir gucken jetzt an. An der linken Seite gibt es eine, der rechten Seite die andere. So, linke Seite ist die Neurone, die heißt AGERP. Und die machen uns essen. Und die macht es, dass wir essen. Und an der rechten Seite sind die Neuronen, die heißt Ponzi. Und Ponzi sagt, nichts mehr essen. Und die sind fest wie Geschwister. Die mag es miteinander zu kämpfen. Und einer sagt, ich will essen. Der andere sagt, ich will nicht essen. Und zusammen machen quasi ein Handelssystem in unser Körper, das sagt, fange an zu essen, aber isst nicht zu viel. Und die 2 Signale zusammen, die steuern unser, was wir sagen, Energiehomöostasis. So, das ist die Bilanz zwischen unserer Energieaufnahme und unserer Energieverbrauch. Aber wie wir wissen, unser Gehirn und insbesondere diesen Teil ist nicht nur zweifarbig, nicht rot und grün, sondern vielfarbig und viel komplizierter. Und wir sind aktuell in der Forschung immer an das Thema zu forschen, um genauer zu wissen, wie kontrolliert unser Gehirn unser Essverhalten. Wie ich habe gesagt vorher, diese Wort Energiehomöostase, diese Balance zwischen Energieaufnahme und Energieverlust. Es kontrolliert unser Körpergewicht, so wie viel wir wiegen unser ganzes Leben lang. Und die 2 schwarzen Linien hier, die sind unser Körpergewicht während des Jahres. Und wir wissen, dass während des Jahres es ändert sich ein bisschen. Manchmal ist es hoch, manchmal ist es niedriger. Zum Beispiel kurz vor Sommer, wir schaffen oder wir versuchen zu schaffen unser Strandkörper. Und im Winter, vielleicht, wir brauchen diesen Strandkörper nicht mehr und wir definitiv schaffen unser Winterkostüm oder Speckgürtel. Aber insgesamt bleibt unser Körpergewicht fast genau das gleiche unser ganzes Leben lang. Und das ist durch die 2 Neuronen und dieses System ins Gehirn, besonders in den Hypothalamus. Und was ich genau daran forsche, sind Rezeptoren. Und Rezeptoren sind Proteine ins Gehirn, die reagieren sich auf die verschiedenen Botenstoffe. So AGERP und POMC sind eigentlich Botenstoffe, die ausgeschüttet sind.
sind von den zwei Neuronen. Und die Rezeptoren, und insbesondere eine davon, wir wissen schon im Menschen, dass wenn man ohne diese Rezeptoren lebt, ist man sehr schnell übergewichtig. Genauso wie beim Leptin, was wir schon vorher darüber geredet haben. Und was ich total schön und wunderbar finde, was ich liebe in meiner Forschung, ist der erste Schritt, nur an irgendwelche Ergebnisse zu schauen. So ins Gehirn, wir können eine bestimmte Technik nutzen, wo wir die AGRP danke, und die Ponzi-Neuronen genauer daran gucken kann. Und zu mir sieht das auch ganz am Anfang wie eine moderne Kunst, dass wir irgendwo im Museum aufstellen könnten, was eigentlich am Zoomarkt in New York hier auch. Und an der linken Seite hier, wir sehen einen Teil des Gehirns in diesem Hypothalamus, das gefärbt ist vor AGRP und HC und Rot und Rund. Und in dieser Archeonucleus, diese Teil des Gehirns ganz unten, wenn wir Tier fassen, so wir nehmen das Futter weg, sind die Neuronen in diesem Bereich ganz, ganz aktiv. Die sagen, ich esse gern, ich muss essen. Und die sind dann aktiviert. So, wenn wir Hunger, unser Körper will, dass wir essen. Ja. Und wenn wir essen muss, fängt an, die AGRP-Neuronen, diese Punkte hier, aktiviert zu sein. Die verbinden sich mit anderen Neuronen. Und die schützen auch, die schütten diese AGRP, diese Rohstoffe aus. Und das am Ende bringt uns zum Essen. So, jetzt ist ja, wir sind auf dem Punkt, wir bestehen gar nichts von das Gehirn. Wirklich gar nichts. Aber wir haben ein kleines Teil davon verstanden. Und was geht ums Essen? Und so vielleicht kann ich jetzt besser diese Frage beantworten. Warum bin ich jetzt hungrig? Weil während diesem Vertrag braucht es viel, viel Energie, alles zu erinnern und zu verstehen. Und mein Blutzucker ist ein bisschen niedriger. Und meine AGRP-Neuronen sind sehr, sehr aktiv jetzt. Und ich muss unbedingt was schnell essen. Und zum Glück habe ich Haribo hier dabei. Danke. Dankeschön, Rachel. So, während Viktor eine kleine Umbauphase macht, werde ich ihn schon mal ankündigen. Also, als nächstes schauen wir uns eine ganz grundlegende Frage an. Der Exzellenzcluster UniSysCat, das steht für Unifying Systems and Catalysis. Wir wiederholen das jetzt nicht alle zusammen, ist an der Technischen Universität angesiedelt. Er vereint Biologinnen, Chemikerinnen, Ingenieurinnen, Physikerinnen mit dem Ziel, die Katalyseforschung zu revolutionieren. Kleiner haben sie es nicht. Und weil das nichts erklärt, für Leute, die es nicht schon wissen, wird das jetzt der Viktor gleich machen. Viktor kommt aus Berlin. Er hat hier Biologie und Biotechnologie studiert, sich im Master mit synthetischer Biologie auseinandergesetzt, was ich völlig abgefahren finde, und hat nach dem Master erstmal auf Bau gearbeitet. Er hat dann jetzt außer bis gleich. Zeitspeise ready? Resi ist ready? Du bist ready? Ihr seid ready? Bitte schön, nochmal einen dicken Applaus, deine Zeit auf den Viktor. Was ist Katalyse? Es war gar nicht so leicht zu entscheiden, wo ich überhaupt anfangen könnte, das zu beantworten. Ich könnte jetzt heute mit der modernen Chemieindustrie anfangen, die ist ja wichtig für uns alle, ganz aktuell. Oder ich fange ein bisschen früher an mit der ersten wissenschaftlichen Beschreibung der Katalyse durch Erwin Ostwald. Der hat dafür immerhin Ende des 19. Jahrhunderts oder Anfang des 20. dann einen Nobelpreis bekommen. Oder ich fange noch ein bisschen früher an mit der Entstehung des Lebens, wo in den ersten Zellen auch schon Biokatalysatoren, die sogenannten Enzyme, wichtige biologische Funktionen erst möglich gemacht haben. Um Katalyse wirklich zu verstehen, müssen wir aber erstmal ein paar chemische Grundlagen aus dem Weg räumen.
Deswegen fange ich an einer ganz anderen Stelle an. Und zwar mit der wahrscheinlich ersten chemischen Reaktion, die wir Menschen überhaupt bewusst zu benutzen wussten. Und zwar mit der Entdeckung des Feuers. Oh, Entschuldigung. So, also, die wissenschaftliche Grundlage für die Entdeckung des Feuers wurde von einem Urmenschen geschaffen, der schon sehr gedacht hat, wie ein Wissenschaftler. Der war ein bisschen einsam und ein bisschen unzufrieden mit der Gesamtsituation in der Steinzeit. Er dachte sich, Mensch, das ist ja alles so kalt und steinig in der Steinzeit. Ich muss jetzt mal was machen, ich muss mir Gedanken machen, wie ich irgendwie meine Lebenssituation verbessern kann und irgendwie Energie nutzbar machen kann. Also tat er das Naheliegendste und malte das erste Energiediagramm an seine Steinwand. Wo er eben die Energie ablesen konnte und dann schaut er sich um und dachte so, okay, was gibt es denn hier in der Steinzeit für energiereiche Materialien in Hülle und Fülle? So ja, Holz, das sind energiereiche Kohlenstoffverbindungen und dann in der Luft gibt es auch noch Sauerstoff, die male ich hier oben hin bei relativ hohen Energien. Und dann dachte er sich, okay, jetzt will ich ja hier den Prozess irgendwie nachverfolgen können, also malte er unten die X-Achse, oder der die Zeit ablesen konnte und nach einer gewissen Zeit malte er die niedrigen Energieniveaus der Produkte dieser Reaktion, wo also der Wasser, der Sauerstoff mit dem Kohlenstoff zu CO2 reagiert hatte und energiearmer Asche übrig geblieben war. Die Differenz zwischen diesen beiden Energieniveaus, dachte er sich so, das wäre jetzt sozusagen die Energie, die bei diesem Prozess frei wird, die ich also für Wärme nutzen kann. Also, gesagt, getan, er setzt sich hin und stellt seine Reaktionspartner bereit, legt also einen Haufen Holz an eine luftige Stelle, wo der Sauerstoff gut hinkommt, und wartet und wartet, und er wartet sehr geduldig und ist leider das Letzte, was er veröffentlicht hat. Der nächste Durchbruch in der Entdeckung des Feuers kam erst ein paar Jahre später, wie das manchmal so ist, mit einer jungen Urmenschen, die auf die Forschung ihres Vorgängers stieß und sich ihrerseits Gedanken machte, aber diesmal um den Teil, den er außer Acht gelassen hatte, nämlich den Bereich zwischen den beiden Energieniveaus. Und die war etwas weniger weltfremd, die wusste, okay, immer wenn ich was rausziehen will, muss ich vorher ein bisschen was reinstecken. Und hier ist es nicht anders, du musst auch, um Energie rauszuziehen, erstmal ein bisschen Energie reinstecken. Und diese Energie nennt man Aktivierungsenergie. Wenn diese Aktivierungsenergie jetzt kleiner ist als die Energie, die ich rausziehe, dann hält sich die Reaktion selbstständig am Laufen und es erfolgt sozusagen eine Kettenreaktion. Und sie dachte, okay, gute Theorie, jetzt mache ich mal ran und stecke Reibungsenergie in den Holzhaufen. Das Ganze funktioniert, die erste kleine Flamme entsteht und man kann sich vorstellen, was passiert. Eine Kettenreaktion, wie vorhergesagt. Und genau, damit ist unser kleiner historischer Exkurs auch leider schon am Ende. Aber wir können dieses Energiediagramm hier unwesentlich ordentlicher wieder aufgemalt weiterverwenden, um jetzt zu verstehen, was Katalyse ist. Also, die Aktivierungsenergie haben wir jetzt ja gerade schon gehört, müssen wir reinstecken, um eine Reaktion ablaufen zu lassen. Ein Katalysator ist jetzt ein Stoff, der diese Aktivierungsenergie herabsetzt, ohne dabei selber verbraucht zu werden. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie bei Königsberger Klopsen aus der Dose oder Dosenravioli, also eigentlich egal was genau, solange es in der Dose steckt, so wie die chemische Energie, die in einer Bindung steckt. Um an die ranzukommen, müssen wir jetzt erstmal die Dose öffnen und da selber ein bisschen Energie für aufwenden. Es geht vielleicht am leichtesten mit einem Bunsenbrenner oder so, in dem man einfach Wärmeenergie reinsteckt. Und das ist bei chemischen Reaktionen genauso. Alle chemischen Reaktionen laufen leichter ab, wenn Wärmeenergie vorhanden ist. Sieht bei der Dose ungefähr so aus und ist ja nicht so effizient, weil eben viel Energie dafür aufgewendet werden muss. Um in diesem Bild zu bleiben, ist ein Katalysator jetzt sozusagen ein Bodenöffner, mit dem wir die gleiche Reaktion kontrolliert mit weniger Energieaufwand und immer wieder ablaufen lassen können. Das lässt sich am leichtesten mit einem kleinen Experiment veranschaulichen. Das darf ich jetzt leider hier nicht machen, weil es beinhaltet, einen Luftballon zu sprengen, in dem Wasserstoff und Sauerstoff drin sind. Ich habe aber ein Video gemacht vorher extra, oder es wurde gemacht netterweise. Man sieht jetzt, wie ich eine Kerze an den Luftballon, den man nicht so gut erkennt, ranhalte, um die Energie reinzustecken. Und man sieht auch, dass dabei relativ viel Energie frei wird. Also hier ist der Aufbau sozusagen von der Kurve, wir stecken Energie rein und jetzt, zack, wird das viel frei. Aber es wird zwar Energie frei, aber wir müssen auch wieder was reinstecken. Dieselbe Reaktion kann ich jetzt hoffentlich, wenn ich das irgendwie organisiert bekomme, katalysiert ablaufen lassen. Entschuldigung, das wird jetzt von dem ganzen Strom. Oh, zu weit? So, okay. Also, Platin ist ein Katalysator für diese Reaktion.
Und ich habe hier auf dieser Dose einen kleinen Platindraht installiert. Das ist nur die Spitze von diesem Ding hier, also Sie werden es nicht sehen können. Aber ich versichere Ihnen, da ist Platin. In diesen Spritzen habe ich jetzt Wasserstoff. Und wenn meine Hände nicht zu doll zittern, dann kriege ich das auch hin. Das ist ein bisschen kompliziert mit diesem Mikrofon. So, ich fülle diesen genau auf diese Neuknüpfung von chemischen Bindungen. Diese Form der Katalyse, in der die Reaktionspartner in einem anderen Aggregatzustand, also in diesem Fall gasförmig, vorliegen als der feste Katalysator, nennt man heterogene Katalyse. Und das ist auch die Form der Katalyse, wie sie am meisten in der chemischen Industrie eingesetzt wird, weil es dadurch sehr einfach ist, die E-Produkte in Kontakt mit dem Katalysator zu bringen, der ja fest ist, und die Produkte wieder abzuführen. Und damit kommen wir jetzt auch zu großen Bedeutung von Katalyse und warum wir uns überhaupt heute damit beschäftigen. Die chemische Industrie liefert uns ganz grundsätzliche Stoffe, wie zum Beispiel den gesamten Dünger. Also es gibt ein Großteil der Stickstoffatome in unserem Körper ist einmal durch den Haber-Bosch-Prozess gelaufen. Das ist ein chemischer Prozess, der zur Düngemittelherstellung genutzt wird. Sie verbraucht dabei aber auch große Mengen an Energie. Also 10% des gesamten Energieverbrauchs in Deutschland gehen nur für die chemische Industrie drauf. Wenn wir jetzt in der Lage sind, neue Katalysatoren zu entwickeln, dann ermöglicht es uns eventuell, Reaktionen ablaufen zu lassen, die sonst überhaupt gar nicht ablaufen würden. Zum Beispiel die Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff oder die Umsetzung von CO2 zu Treibstoffen. Wäre natürlich toll, wenn wir das machen könnten. Die Natur war uns dabei natürlich ein paar Schritte voraus und macht die meisten Reaktionen, über die wir heute reden, schon seit Milliarden von Jahren. Nur halt leider mit dem kleinen Enzym, also in Maßstäben, die für uns noch nicht nutzbar sind. Wir können uns aber, und darum geht es in den Discuss, bei der Natur abschauen, wie genau sie das auf atomarer Ebene macht. Das geht natürlich leider nicht in der Lupe oder so, aber es wurden ganz viele andere coole Methoden entwickelt, die es unter anderem den Forschenden an Unisystat ermöglichen, also alle möglichen Formen von Lasern und Röntgenstrahlen und Computersimulationen oder Kristallen zu benutzen, um der Natur sozusagen auf die Schliche zu kommen. Genau, damit bin ich auch schon am Ende. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen und denken vielleicht das nächste Mal, wenn Sie einen Shot kriegen, an Unisystat. Vielen Dank. Ich habe mir eine unglaublich tolle Anmoderation für ihn überlegt und ich habe mich gefragt, geht es noch schlauer? Was ist das eigentlich genau, Intelligenz? Genau das versucht der Exzellenzcluster Science of Intelligence zu verstehen. Und zwar ganz egal, ob es künstliche Intelligenz oder natürlich biologische ist. Die fragen sich, ob es irgendwelche gemeinsamen Prinzipien gibt und ob man die irgendwie vielleicht sogar anwenden kann. Das hätte er uns erklärt, wenn er da gewesen wäre. So, er ist aber nicht da, deshalb erklärt er es uns nicht. Dafür haben wir jetzt noch was richtig Cooles. Denn nach so vielen Naturwissenschaften ist es ja schön, wenn man vielleicht, und so viel Geistesarbeit, die wir dabei geleistet haben, ist es jetzt also Zeit, von dem Geist des Wissens vielleicht zur Geisteswissenschaft zu kommen. Geile Überleitung, oder? Hammer, ja, ich habe Stunden dafür gebraucht. Also der Exzellenzcluster, jetzt muss ich atmen. Contestations of a Liberal Script analysiert, warum das liberale Ordnungsmodell seiner politischen, wirtschaftlichen und sozialen Errungenschaften trotz dieser in die Krise geriet. Also warum wir die Guten sind, aber das versteht keiner, grob gesagt. Und mit diesem Inhalt unterhält uns jetzt gleich Janika Spannlager. Sie kommt aus Esslingen, sie hat Politikwissenschaften studiert und darin promoviert und hat diese Promotion erst im Januar verteidigt. Bitte nochmal einen dicken Applaus für diese frisch spannende Promotion. Seit Februar ist sie jetzt Postdoc an der Freien Universität. Während der DIS, als sie irgendwie noch Zeit übrig hat, hat sie noch für den Think-Tank von Politik zu Wissenschaftsfreiheit gearbeitet und hat sich gefragt, ob man diese Wissenschaftsfreiheit irgendwie
irgendwie vergleichbar messen kann. Hat dazu den Academic Freedom Index mitentwickelt und den jetzt zu dem Forschungsthema gemacht. Und da sie immer noch Zeit übrig hat, setzt sich manchmal ins Schallkanu und paddelt außerhalb Berlins durch die Gewässer. Und wenn sie nicht die Zeit hat, aus Berlin rauszukommen, dann macht sie in Berlin erste Gehversuche auf dem Skateboard. Respekt dafür. Also, dicken Applaus bitte für Janika Spanner. Ja, sehr gut. Das Zeitschwein läuft. Ihr seid bereit? Du bist bereit, Klicker Hatzte. Deine Zeit läuft, sobald ich abtrete. Nochmal einen Motivationsapplaus für Jan. Ja. Bei mir gibt es leider keine Explosionen, aber dafür möchte ich Sie auf eine kleine Reise mitnehmen durch die Welt und durch die Zeit, um folgende Fragen zu ergründen. Was bedeutet eigentlich Wissenschaftsfreiheit? Warum ist das wichtig? Wann und wo hat Wissenschaftsfreiheit sich weltweit verbreitet? Und wie steht es denn um Wissenschaftsfreiheit? Und wie kann man sowas überhaupt messen? Das ist ein strenges Programm, deswegen werden wir gleich in die Frage einsteigen, was bedeutet Wissenschaftsfreiheit? Und hier können wir uns orientieren an dem Sozialausschuss der Vereinten Nationen, demzufolge verschiedene Aspekte zu Wissenschaftsfreiheit gehören, unter anderem der Schutz von Forschenden vor unzulässiger Einflussnahme, das Recht darauf, autonome Forschungsinstitutionen zu gründen, die freie Wahl von Forschungszielen und Methoden in der Wissenschaft, die ungehinderte Kooperation zwischen Wissenschaftlerinnen im In- und Ausland und nicht zuletzt auch die weitgehend freie Veröffentlichung von wissenschaftlichen Daten und Analysen. So, nun, warum interessiert mich das? Und vielleicht noch viel wichtiger, warum sollte Sie das alles interessieren? Ist Wissenschaftsfreiheit nicht nur was für die Menschen im Elfenbeinturm der Universität? Ja und nein. Es ist tatsächlich so, dass die Wissenschaftsfreiheit ein besonderes Privileg ist für diejenigen, die wissenschaftliche Forschung und Lehre betreiben. Denn die Wissenschaftsfreiheit ist auch an eine Bedingung geknüpft, nämlich dass man mit wissenschaftlichen Methoden arbeitet und dass man sich dem akademischen Qualitätssicherungssystem unterzieht, was, das können Sie mir glauben, manchmal durchaus sehr mühselig ist. Und trotzdem würde ich behaupten, dass Wissenschaftsfreiheit von erheblicher Bedeutung für jede und jeden von Ihnen ist. Warum? Lassen Sie mich ein Beispiel darlegen. Wenn Sie an den Beginn der Pandemie denken, dann fällt Ihnen wahrscheinlich März 2020 ein, als der erste Lockdown kam. Vielleicht denken Sie auch an Februar 2020, als die ersten Schlagzeilen zum neuen Coronavirus in den Zeitungen standen. Aber eigentlich hat die ganze Sache ja schon früher angefangen, spätestens im Dezember 2019. Damals hat ein junger Mediziner namens Liwen Liang in Wuhan als einer der ersten Alarm geschlagen, weil er in seinen Patienten ein hochansteckendes Virus, das er auch für gefährlich gehalten hat, gefunden hat. In einem freien Wissenschaftssystem werden eine ganze Reihe an Forscherinnen und Forschern darauf angesprochen, hätten sich das angeschaut, hätten das überprüft und hätten diese Informationen weiter verbreitet. In China dagegen wurde Dr. Li von der Polizei verhaftet, verhört und dazu gezwungen, seine Warnungen zurückzuziehen als, ja, unwahre Behauptungen oder Gerüchte. Nun ist Dr. Li leider auch einige Wochen später verstorben, nämlich genau an der Erkrankung, von der er zu Recht festgestellt hat, dass sie gefährlich ist. Und das ist ein besonders tragischer Aspekt an der Geschichte, aber sie steht auch für unzählige andere WissenschaftlerInnen, JournalistInnen, MedizinerInnen in China, die Informationen über den Coronavirus verbreitet haben und zensiert und bestraft wurden. Und dieses Muster zeigt uns, dass es der chinesischen Regierung wichtiger war, ihr öffentliches Image und die staatliche Kontrolle über die Wissenschaftskommunikation aufrechtzuerhalten, als schnell und effektiv auf dieses neue Virus zu reagieren. Und dieses Muster hat sich in anderen Ländern wiederholt, wo auch die Presse- und Wissenschaftsfreiheit gering geschätzt wird. Und das hat natürlich für uns alle in der Welt eine schnelle Reaktion auf diese Pandemie erschwert. Aber die Wissenschaftsfreiheit ist nicht nur in Krisensituationen wichtig oder zur kritischen Begleitung von politischen Prozessen, sondern die Wissenschaft ist auch der Motor für gesellschaftliche Entwicklung und für technologischen Fortschritt. Und wo die Wissenschaft nicht frei ist,
kann diese Entwicklung auch nicht frei und selbstbestimmt sein, wie wir uns das in der liberalen Gesellschaft wünschen. Das heißt, wir wissen jetzt, was Wissenschaftsfreiheit ist und warum das wichtig ist. Und jetzt könnt ihr etwas tiefer in meine eigentliche Forschung einsteigen. Ich schaue mir gerade am Skriptcluster an, wie Wissenschaftsfreiheit sich als Konzept und Wertvorstellung weltweit verbreitet hat. Und dafür schaue ich mir Verfassungstexte an. Verfassungen wie zum Beispiel das deutsche Grundgesetz geben uns ziemlich gut Aufschluss darüber, an welchen Werten und politischen Prinzipien sich ein Staat orientiert. Und dafür habe ich mir ziemlich viele an die 1000 Verfassungstexte angeschaut und habe überprüft, wann und wo genau dort irgendwas zu Wissenschaftsfreiheit drinsteht. Und das habe ich in einem Datensatz zusammengefasst und dann diese hübsche Grafik hier daraus erstellt. Das ist nur ein Ausschnitt, Sie werden gleich mehr davon sehen. Ich hoffe, auch in den hinteren Reihen können Sie das ein bisschen erkennen. Es geht hier also darum, über den Zeitverlauf hinweg, wann stand irgendwann mal was mit Wissenschaftsfreiheit in diesen Verfassungen drin. Und eine Sache, die ihr gleich ins Auge fällt, ist, dass Deutschland tatsächlich das allererste Land war, das Wissenschaftsfreiheit in der Verfassung verankert hatte. Und zwar war das damals schon 1848, die sogenannte Paulskirchenverfassung, war leider nur 2 oder 3 Jahre in Kraft, aber immerhin. Und dort stand schon drin, die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei. Aber obwohl Deutschland nun also das erste Land war, wo Wissenschaftsfreiheit, Entschuldigung, auf Verfassungsebene formuliert wurde, ist es trotzdem nicht so, dass es sich dabei um ein rein europäisches oder westliches Konzept handelt, das anderen Ländern möglicherweise fremd wäre. Sondern, da möchte ich ganz besonders auf ein Beispiel eingehen, nämlich Lateinamerika. Da gab es eine große Studierendenbewegung Anfang und Mitte des 20. Jahrhunderts. Und diese Studierenden haben sich vehement für Hochschulreformen eingesetzt, weil sie die Universitäten freier machen wollten, weil sie sie demokratischer machen wollten und weil sie wollten, dass die Universitäten besser in der Gesellschaft verankert sind. Und ein Resultat davon können Sie hier sehen, nämlich dass in diesen Ländern reihenweise in den 1920er, 30er, 40er Jahren die Wissenschaftsfreiheit und auch ganz wichtig die Hochschulautonomie in diesen Verfassungen verankert wurden. Und zwar, das können Sie jetzt hier im Miniaturformat in der Gesamtgrafik sehen, noch weit vor vielen anderen Ländern in dieser Welt. Die Daten zeigen uns übrigens auch, dass Wissenschaftsfreiheit und Hochschulautonomie dann in die Verfassungen reingeschrieben werden, wenn dem vorausging eine Episode von Unterdrückung dieser Wissenschaftsfreiheit und einer geringen Autonomie oder nicht vorhandenen Autonomie der Hochschulen. Das haben wir in Lateinamerika gesehen, das können wir aber auch hier sehr gut sehen. Das sind die postsowjetischen Länder, die das in den 90er Jahren eingeführt haben. Übrigens war es auch in 1848 in Deutschland der Fall. Dem ging eine Phase voraus, in der es starke Repression und auch polizeiliche Überwachung an den Hochschulen gab. Daraus können wir also lernen, dass Wissenschaftsfreiheit ein öffentliches Gut ist, dass Forschende, Lehrende, Studierende sich erstreiten gegen staatliche und anderweitige Eingriffe. Heute gibt es an die 100 Länder, die Wissenschaftsfreiheit in ihrer Verfassung aufgenommen haben. Was heißt das aber nun? Heißt das, in diesen Ländern ist die Wissenschaftsfreiheit gut geschützt und in den anderen Ländern wahrscheinlich nicht so gut? Ja, Sie werden sich wahrscheinlich schon denken, so einfach ist es leider nicht. In vielen, vielen Ländern wird auch heute noch die Wissenschaft stark überwacht, politisch gelenkt und kritische Forschung unterdrückt. Wir können fast täglich davon in der Zeitung lesen. Das sind allein ein paar Beispiele aus den letzten Monaten. Und weil Sie sich sicher die Grafik von vorhin sehr gut eingeprägt haben, wissen Sie auch schon, dass hier 3 Länder versteckt sind, wo tatsächlich die Wissenschaftsfreiheit in der Verfassung verankert ist, aber wir trotzdem negative Schlagzeilen bekommen. Nicaragua, Russland, Ungarn. Das heißt, die Wissenschaftsfreiheit und die Garantien in den Verfassungen ist oft nicht mal das Papier wert, auf dem sie geschrieben sind. Aber das stellt uns vor ein Problem. Wie wissen wir, wie es um die Wissenschaftsfreiheit steht, wenn wir uns nicht auf die Verfassungstexte verlassen können, wenn wir uns auch nicht auf andere Gesetzestexte verlassen können? Und das ist wichtig deshalb, weil ein klares Verständnis davon, wie es um die Wissenschaftsfreiheit in verschiedenen Ländern steht,
uns überhaupt erst ermöglicht, wirklich aktiv und systematisch gegen Unterdrückung vorzugehen. Und hier, denken Sie es vielleicht schon, kommt der Academic Freedom Index ins Spiel. Davon haben Sie vorhin schon kurz gehört, daran habe ich in den letzten Jahren mitgearbeitet und da haben sich eine Reihe Institutionen, die Sie hier sehen können, zusammengetan, um genau dieser Frage nachzugehen. Wie steht es um die Wissenschaftsfreiheit? Was steckt also hinter diesem Index? Zunächst mal mussten wir uns Gedanken machen, was soll dieser Index überhaupt erfassen? Und da stehen wir wieder vor dem Problem. Nämlich auf globaler Ebene gibt es ein extrem breites Spektrum an Eingriffen in die Wissenschaftsfreiheit. Lassen Sie mich zwei Beispiele geben. Als im Jahr 1975 die Khmer Rouge in Kambodscha die Macht ergriffen haben, haben sie als Teil ihrer sogenannten Jahr-Null-Kampagne, die extrem brutal war, sämtliche akademischen Aktivitäten eingestellt. Sie haben Bibliotheken niedergebrannt, sie haben Schulgebäude in Foltergefängnisse umgewandelt, hier ein Beispiel aus Phnom Penh, und sie haben tausende Professoren, Lehrende, Schüler, Studierende hingerichtet. Wir haben also hier eine komplette Auslöschung des akademischen Sektors. Das ist an einem Ende dieses extrem breiten Spektrums. Wenn wir uns jetzt ein bisschen näher an das andere Ende des Spektrums begeben, finden wir die Interessenkonflikte, die mit der Forschungsfinanzierung durch Unternehmen einhergehen. In Köln beispielsweise finanziert das Unternehmen Bayer Graduiertenprogramme im Bereich der Medizinforschung. Und es hat zumindest vor einigen Jahren Argwohn darüber ausgelöst, wie es denn nun aussieht mit der Einflussnahme der Pharmakonzerne in die Forschungs- und Lehrinhalte. Wir haben also diese beiden Szenarien. Die Abschaffung aller Intellektuellen auf der einen Seite und der subtile Einfluss privatwirtschaftlicher Gelder auf der anderen. Das mag jetzt erstmal ziemlich schwer vergleichbar erscheinen. Und das ist es auch. Aber wenn wir Wissenschaftsfreiheit weltweit erfassen wollen, dann geht es genau darum, diese Unterschiede abbilden zu können und auch irgendwie den Nuancen dazwischen gerecht zu werden. Und hier, das ist jetzt wieder eine lange Folie, haben wir den Academic Freedom Index entwickelt. Und wir haben uns dafür die Methode von sogenannten ExpertInnen-Einschätzungen entschieden. Das heißt also, dass wir für jedes Land auf der Welt eine ganze Gruppe an unabhängigen Experten haben, die Bewertungen abgeben, wie sieht es mit der Wissenschaftsfreiheit in diesem Land aus. Und um die Vergleichbarkeit zwischen diesen Bewertungen herzustellen, machen wir das alle anhand von einer festgelegten 5-Punkte-Skala. Und zwar für 5 Indikatoren, die jeweils einen Teilbereich von Wissenschaftsfreiheit abdecken. Da haben wir die Freiheit der Forschung und Lehre, die Freiheit des akademischen Austauschs und der Wissenschaftskommunikation, die institutionelle Autonomie von Universitäten, dann, was diesen komischen Namen Campusintegrität trägt, damit meinen wir die Abwesenheit von Überwachung und Polizei und Militär und so weiter auf den Universitätscampi. Ich glaube, das ist der Plural. Und zuletzt akademische und kulturelle Ausdrucksfreiheit, wo es mehr um die Freiheit geht, sich auch zu politischen Themen zu äußern. Und diese ganzen Einzelbewertungen, die man da einsammelt, werden dann in einem ziemlich komplexen statistischen Verfahren zusammengefasst und daraus dieser Index berechnet. Das beruht auf einer Methode von unserem Partner, dem Videm-Institut, die einen riesigen sozialwissenschaftlichen Datensatz zur Demokratieforschung aufgestellt haben. Wenn Sie sich irgendwie für das Thema interessieren, kann ich heiß empfehlen, macht echt ziemlich viel Spaß, da in den Daten rumzuwühlen. Auf jeden Fall ist dieser Academic Freedom Index jetzt ein Teil von diesem Datensatz und wird von der Universität Erlangen-Nürnberg und dem Videm-Institut jährlich rausgegeben. So, jetzt habe ich Sie ziemlich lange hingehalten. Aber es hat sich gelohnt, denn jetzt wissen wir, wie es um die Wissenschaftsfreiheit in der Welt steht. Und zwar sehr gemischt. Wenn Sie ganz genau hinsehen, erkennen Sie auch die Länder, die wir vorhin angesprochen haben, wo es zwar Verfassungsgarantien gibt, aber wo tatsächlich es gar nicht so gut um die Wissenschaftsfreiheit steht. Russland, Ungarn, hier in Hellrot, das war übrigens noch vor den aktuellen Ereignissen, Nicaragua da drüben, sogar in Dunkelrot. Übrigens hat auch die Wissenschaftsfreiheit in den USA in den vergangenen Jahren etwas abgenommen. Und jetzt fragen Sie sich sicher, wie steht es um Deutschland? Und ich kann Ihnen zum Glück versichern, dass wir nicht nur die Ersten waren, die die Wissenschaftsfreiheit in der Verfassung verankert haben, sondern tatsächlich, dass wir auch mit an der Weltspitze stehen in Sachen Wissenschaftsfreiheit. Vielen Dank.
Dankeschön, Janina, Janika. Bleibt gleich hier. Applaudiert mal die anderen bitte wieder mit auf die Bühne. Da waren noch Viktor und da war Rachel. So, das sind unsere Slammer und Slammerinnen des heutigen Tages. Sie haben euch mit drei Themen bestens unterhalten, bevor wir zur Abstimmung kommen. Meine Vermutung ist, dass ihr euch vielleicht danach entweder auf die Süßigkeiten stürzt oder gleich abhaut, möchte ich noch ein paar Dankesworte loswerden. Das Ganze ist ja nicht von mir organisiert worden. Da sind die ganzen Leute von der Maul anders. Und jetzt braucht ihr überhaupt nicht mehr aufhören zu klatschen. Macht einfach weiter. Da ist die Johanna Kühne von Unisuskat. Da ist die Philipp Hingelberg von Spitz, Linda Bettschitzel, ich glaube, ihr habt von Neonzür und Sölde Steinhardt von Science of Intelligence. Leo und Linus, die in ihrer Freizeit dieses Ding mit dir betreiben. Da ist Thomas an der Kamera und Katharina an der Technik. Danke für all ihre Arbeit hier. Kommt auch gerne wieder in die Mall. Anders hier geht es noch weiter. Ich habe mir nur drei Sachen rausgesucht, die ich euch ankündigen werde. Am 2.5. findet hier ein Workshop statt. Sind wir noch zu retten? Bin ich ziemlich allein das Thema. Sagt so ein bisschen wahrscheinlich Anti-Weltuntergang und so weiter, finde ich total cool. Am 6.5., alles beginnt übrigens um 15 Uhr, trifft ihr hier Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und schwätzt einfach mit ihnen. Lernt ihn mal kennen und die tun nicht weh und beißen euch auch gar nicht. Am 16.5. kommt ihr ab 16 Uhr hierher, da gibt es einen Repair-Café. Bringt eure kaputten Sachen mit, hier werden sie wieder kaputt gemacht, man muss die nicht wegschmeißen und neu kaufen. Also, das sind nur drei der wunderbaren Dinge, die hier so stattfinden. Aber jetzt kommen wir also zum großen Finale. Ihr erinnert euch an dieses Klatschding, ja, an das 1 bis 10? Dann gehen wir doch mal von hinten nach vorne vor. Janika, vielleicht meint ihr, Janika soll heute gewinnen, die also nach Unterdrückung freies Wissenschaften will und dafür aus Verfassungen Grafiken macht. Vielleicht glaubt ihr, dass ihr gewinnen soll, dann applaudiert bitte jetzt. Vielleicht glaubt ihr, dass Viktor heute hier gewinnen soll, der in der Steinzeit Energiediagramme schon gemalt hat, um Sauerstoff und Wasserstoff miteinander zu verheiraten oder bei Platin im Schottglas zu verbrauchen. Dann applaudiert bitte jetzt. Oder ihr glaubt, dass Rachel heute hier gewinnen soll, die mit Haribo und Nutella ihre zwei Essen- und Sattneuronen im Hypothalamus stimuliert, um RGRP-Rezeptoren und Hunger zu verstehen. Dann applaudiert bitte jetzt! Dankeschön! Ich befrage kurz unser Algorithmus, KI, Auswertungsding. Ja, der Gewinner mit von heute Abend ist Rachel! Wo sind die Geschenke? Wo sind die Preise? Wo sind die Urkunden? Immer her damit. Ein ganze Wagenladung von Preisen bekommen wir. Kiloweise Gedöns und Alkohol und ich weiß gar nicht, was da drin ist. Ich glaube, da sind diese coolen Frühstücksplättchen auch drin, die man immer so dreht und dann sieht man andere Sachen. Ihr könnt sowas auch bekommen. Studiert, promoviert, macht beim Science Lab mit, da kriegt ihr auch so coole Sachen. Ansonsten danke ich euch, dass ihr da wart. Bleibt noch hier, es gibt noch Zucker. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich heiße Jochen und ich freue mich, euch bald wiederzusehen beim Science Lab. Dankeschön.